Sehr geehrte Kolleginnen, vor wenigen Jahren ging der Fall eines landwirtschaftlichen Familienbetriebes bei Grünheide durch die Presse. Ein regional aktiver Biobauer musste seine erfolgreiche Tierproduktion einstellen, weil überregionale Investmentgesellschaften ihm die Pachtflächen unter der Nase weggekauft hatten. Dieser Skandal macht plastisch, womit Landwirtschaft hierzulande zu tun hat, zu kämpfen hat. Nämlich mit der Tatsache, dass der Boden nicht mehr in erster Linie Produktionsfläche für eine nachhaltige Bewirtschaftung ist, sondern Spekulationsobjekt mit der Aussicht auf eine hohe Rendite. Die Pachtpreise für Ackerland sind in den letzten Jahren um 75% gestiegen. Die durchschnittlichen Kaufpreise für Landwirtschaftsflächen haben sich seit 2010 verdoppelt, seit 2005 sogar verfünffacht. Im letzten Jahr lag der Kaufpreis bei 12.685 Euro, und das ist der Durchschnittswert. Es gibt also noch viel teurere Flächen. Das sind Preise, die sich Investoren leisten können, aber keine Landwirte, denn es wird kaum gelingen, solche Kaufpreise aus dem Betrieb heraus zu finanzieren. Die Folgen kennen wir. Mehr und mehr Land geht in die Hand von Unternehmensgruppen über. In Brandenburg ist das schon ein Drittel der Landwirtschaftsfläche. Und damit droht eine Bewirtschaftung, die sich von der Region abkoppelt, die nur noch auf maximale Rendite abzielt, deren Wertschöpfung nicht im ländlichen Raum bleibt, sondern in Konzernzentralen abfließt. Wir haben all das hier schon oft diskutiert, und es bestand ja auch große Einigkeit, dagegen etwas zu unternehmen. Ein agrarstrukturelles Leitbild sollte her und darauf aufbauend ein Agrarstrukturgesetz, das ortsansässige Landwirtinnen und Landwirte den Zugang zu Boden erleichtern sollte. Doch der Prozess stockt. Statt wie vom Landtag beauftragt ein Leitbild, hat die Landesregierung nur einen Entwurf vorgelegt. Die Koalitionsfraktionen konnten sich im Ausschuss bisher nicht zu einer Positionierung zum Leitbild durchringen. Aus den Regierungsparteien hört man eine Kakophonie von Stimmen zum Agrarstrukturgesetz, ein Projekt, das immerhin im Koalitionsvertrag steht. Ich kann hier sagen, die Linke steht zu einem vernünftigen Agrarstrukturgesetz und möchte da die Landesregierung unterstützen. Sie müssen sich nur selbst einigen und einig werden, und dabei können wir Ihnen nicht helfen. Aber ich würde nach den bisherigen Erfahrungen mit dieser Koalition nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob eine solche Einigung wirklich zustande kommt und vor allem, wann dann das sein könnte. Deshalb schlagen wir heute eine ganz konkrete Maßnahme vor, die wir jetzt schon vorbereiten und auf den Weg bringen können: einen landwirtschaftlichen Bodenfonds. Sehr geehrte Kolleginnen, wir wissen, dass damit alleine die Stärkung der ortsansässigen Landwirtschaft nicht zu stemmen ist. Aber der Bodenfonds kann ein wichtiger Baustein, ein wichtiges Werkzeug sein, um Zeichen zu setzen, um wenigstens punktuell eingreifen und gemeinwohlorientierte Bodenpolitik vorantreiben zu können. Worum geht es? Kurz gesagt, die öffentliche Hand soll aktiver Mitspieler am Bodenmarkt sein, eigene Landwirtschaftsflächen erwerben und verwalten und soll die Flächen vor allem so einsetzen, dass damit gezielte Landwirtschaftsstrukturen gefördert werden, die dem Leitbild entsprechen, das wir uns ja noch geben wollen. Und das soll eine regional verwurzelte, nachhaltige und soziale Landwirtschaft sein. Und wie ist die Ausgangslage? Neben Flächen mit spezieller Zweckbindung wie Naturschutz verfügt das Land Brandenburg über rund 15.000 Hektar, die teilweise von der BBG, teilweise von der BVVG verwaltet werden. Das ist doch schon mal ein guter Grundstock, auf dem man aufbauen kann. Es gibt das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht. Wenn ein Flächenverkauf nach dem Grundstücksverkehrsgesetz nicht genehmigt wird, kann ein Vorkaufsrecht zugunsten des sogenannten Siedlungsunternehmens ausgeübt werden. Kein schlechtes Instrument, aber es gibt zwei Probleme. Erstens, Brandenburg ist eines der wenigen Bundesländer, das gar kein eigenes Siedlungsunternehmen hat. Die Aufgabe übernimmt bei uns die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt. Die macht ihre gesetzliche Pflichtaufgabe sicherlich gut, aber man kann nicht erwarten, dass sie darüber hinaus großes Engagement zeigt und einen ausgeprägten gestalterischen Anspruch hat. Zweitens, die Landgesellschaft darf nur kaufen, wenn sie die Flächen sofort an einem Landwirt weiterverkaufen kann. Das ist aber oft schwierig, denn denen sind die Preise zu hoch. Wir legen uns in unserem Antrag nicht fest, wie der Bodenfonds genau organisiert sein soll. Aber die Gründung einer eigenen Landgesellschaft wäre eine naheliegende Möglichkeit, um Einfluss auf die wichtige Bodenfrage zu nehmen. Sie könnte das Vorkaufsrecht wahrnehmen, aber auch eine aktive Rolle am Bodenmarkt spielen.
Das Grundstücksverkehrsrecht sollte so geändert werden, dass Flächen nicht gleich weiterverkauft werden müssen, sondern auch langfristig verpachtet werden können. Und dass der Bodenfonds und der Bodenfonds sollte in die Lage versetzt werden, auch darüber hinaus Flächen zu erwerben. In welchem Umfang das geschehen kann, ist eine Frage des Haushalts. Immerhin werden so aber auch langfristig Einnahmen aus Verpachtungen erzielt. Und nicht zuletzt, die BVVG hat in Brandenburg immer noch 28.000 Hektar Landwirtschaftsflächen. Unsere gemeinsame Forderung an den Bund muss sein, diese Flächen gehören in die Hände der Länder und hier muss der Deutsche Bundestag endlich einen entsprechenden Beschluss fassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben ja in Ihrem Koalitionsvertrag selbst geschrieben, eine Bundesratsinitiative zur Übertragung der BVVG-Flächen auf die Länder einzubringen. Und vielleicht können Sie ja heute im Rahmen der Debatte mal sagen, wie denn der Stand so ist, sonst sind Sie auch nicht mit Überschriften so sparsam. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben auf unserem Vorschlag für einen Bodenfonds viel Zustimmung aus der Landwirtschaft, aber auch kritische Stimmen zu hören bekommen. Die kritischen Stimmen betreffen vor allem zwei Punkte. Punkt 1, der Staat soll sich raushalten, der Markt wird es schon richten. Da sind wir als Linke explizit anderer Auffassung. Was der Markt richtet oder eben nicht richtet, zeigt sich ja an den aktuellen Problemen. Und das ist eben nicht nur auf dem Bodenmarkt zu vermerken. Der Markt honoriert eben nicht die Ansiedlung von kapitalschwachen Junglandwirtinnen und Junglandwirten oder eine örtlich verwurzelte und nachhaltige Landwirtschaft. Punkt 2. Es gibt ein erhebliches Misstrauen, ob ein Bodenfonds wirklich im Sinne der ortsansässigen Landwirte tätig werden würde. Und dieses Misstrauen ist ja auch durchaus auch berechtigt. Schließlich ist auch die BVVG mit ihren unsäglichen Agieren eine staatliche Einrichtung, bei der Gewinnmaximierung und eben nicht Agrarstruktur im Fokus steht. Und damit muss eben Schluss sein. Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass der Bodenfonds klare und verbindliche Aufgaben und Vorgaben erhält. Es muss klar sein, der Bodenfonds verkauft nicht, sondern er verpachtet seine Flächen, und zwar langfristig und für die Landwirtschaftsbetriebe verlässlich. Und er verpachtet nach Kriterien, die, wo immer möglich, regionaler und nachhaltiger Landwirtschaft den Vorrang geben. Maßgeblich soll das Leitbild sein, das noch in der Diskussion ist. Die Landeshaushaltsordnung schreibt derzeit vor, dass landeseigene Grundstücke nur zu ihrem vollen Wert verpachtet werden dürfen. In der Praxis heißt das, möglichst zum Höchstpreis. Das kann aber nicht Grundlage für einen Bodenfonds sein, der primär agrarstrukturelle Ziele verfolgen soll. Und deshalb brauchen wir eine Klärung und Klarstellung der haushaltsrechtlichen und beihilferechtlichen Rahmenbedingungen für den Bodenfonds. Die BVVG hat seit ihrem Bestehen in Brandenburg sage und schreibe 250.000 Hektar verkauft. Stellen Sie sich vor, wir hätten diese ehemals volkseigenen Flächen heute noch in der öffentlichen Hand. Wir hätten wohl kaum diese rasante Preisentwicklung am Bodenmarkt gehabt, wie wir sie erlebt haben und wie sie von der BVVG mit vorangetrieben worden ist. Wir könnten Landwirtschaftsbetrieben verlässliche und zukunftssichere Verpachtung anbieten, ohne die Notwendigkeit, wertvolles Investitionskapital in den Flächenkauf statt in die Produktion zu stecken. Wir könnten hier und da Projekte besonders unterstützen, die aus Sicht des Gemeinwohls besonders förderungswürdig sind, seien es Junglandwirte, solidarische Landwirtschaft, regionale Vermarktung oder besonders umweltgerechte Produktion. Der Verkauf der ehemals volkseigenen Flächen war ein Kardinalfehler der Landwirtschaftspolitik des Bundes in den letzten Jahrzehnten. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles war. Jetzt geht es um die Weichenstellung für die Zukunft und das Zeitfenster dafür schließt sich immer mehr. Wie überall sonst im Wohnungsbau, im Gesundheitswesen, in der Infrastruktur, in der Daseinsvorsorge zeigen sich die negativen Folgen der Privatisierungswellen, die riesigen Gewinne für wenige und die riesigen Probleme für die vielen. Die Gegenbewegung und die Versuche der Rekommunalisierung laufen in den verschiedensten Bereichen. Beim landwirtschaftlichen Boden wird es uns nicht gelingen, das Rad zurückzudrehen und den entstandenen Schaden wieder gutzumachen. Aber mit einem handlungsfähigen, aktiven Bodenfonds können wir einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und lassen Sie uns deshalb diesen Bodenfonds heute auf den Weg bringen. Herzlichen Dank.